Dieses Video hätten wir in Theorie schon vor 5 Jahren machen können, aber dann wären es die alten iPads gewesen. Deswegen wiederholen wir das Ganze heute und zeigen die neuen iPads in Form des neuen iPad Mini und, jetzt kommt's, des neuen iPad Air, denn auch das ist zurück. Mehr jetzt in diesem Video. So, ich würde sagen, wir packen die einfach mal aus und ich erzähle ein bisschen, denn eigentlich geht es ja nur um die neuen iPads. Das sind die zwei, das ist also einmal das iPad Mini und das iPad Air, beides hier in der Wi-Fi-Version mit 64 GB, also die kleinstmögliche Version, die man kaufen kann. Und bevor ich jetzt zu viel erzähle, würde ich sagen, packen wir das einfach mal aus, damit ihr seht, was hier in der Packung drin ist. Denn die beiden iPads sind quasi, völlig überraschend, muss man dazu sagen, neu erschienen. Jetzt beide so aus. Teilweise wirklich viele, viele Jahre, nachdem die alte Version raus war. Denn Apple hat, sagen wir mal, diese Produktlinie ein bisschen vernachlässigt und hat jetzt gemerkt, okay, die Leute wollen vielleicht doch mehr Auswahl haben bei den iPads und nicht nur das Pro oder das normale iPad, sondern eben das iPad Mini, das iPad Air, dann gibt es noch das normale iPad, das iPad Pro. Mehr Tablets kann man nicht wollen. Und die zwei sind jetzt endlich aktualisiert. Ich muss dazu sagen, ich habe das iPad Mini noch in seiner ersten Version und nicht so den Drang, jetzt ein neues zu kaufen, aber hätte ich jetzt ein neues gewollt, wäre ich ganz froh, dass die aktualisiert worden sind. Das hier ist also das neue iPad Mini. Und wir sehen, und das ist eigentlich ziemlich traurig, wir sehen erstmal nicht viel. Das ist nämlich eigentlich exakt so, wie es 2015 schon war. 2015? Nein, ja doch, 2015 kam das Mini. Das hier ist einmal das iPad, dann gibt es hier noch ein Lightning-Kabel, dazu sage ich gleich noch kurz einen Satz. Dann wie immer diese schriftlichen Informationen und die Aufkleber und ein Ladegerät. Das können wir auch mal kurz auspacken, dann kann ich nämlich die Leistungswerte verraten. So, das ist ein 10 Watt USB Poweradapter. So, das ist beim iPad Mini dabei. Den Karton packen wir mal hier hin und dann packen wir noch das iPad Air aus. Auch das in der neuen Version, aber dann doch irgendwie nicht in der neuen Version. Hat sich also auch nicht unendlich viel getan. Dazu auch wieder den schriftlichen Kram und die Aufkleber, ein Lightning-Ladekabel und ein Poweradapter. Da muss doch nicht so viel Plastik dran sein, wenn es sowieso in einem Karton liegt. Aber ist so. So, auch das weg. Das ist auch ein 10 Watt Power Adapter. Schnellladegerät wäre ganz schön gewesen, aber so ist es eben. So, kommen wir kurz zu den Geräten. Das, wie gesagt, das iPad Air hat 10,5 Zoll, ist also tatsächlich ein bisschen gewachsen. Das darf man jetzt bei der Bewertung nicht vergessen. Der Bildschirm ist also wirklich, ich finde, groß genug, leider nicht randlos. Bei dem iPad Pro, muss ich sagen, gefällt mir das Design um Welten besser. Aber ja, man zahlt halt auch ein bisschen weniger für das Gerät. Und für Freunde von Touch ID gibt es hier noch den Home-Button. Der ist ja quasi verschwunden bei den neuen iPad Pros. Dementsprechend ist das hier so ein bisschen oldschooliger. Was gibt es dazu noch zu sagen? Es hat zwei Kameras. Einmal hier vorne 7 Megapixel für Selfies und 8 Megapixel hinten für andere Aufnahmen. Dann ist hier noch der A12 drin, den kann ich jetzt nicht zeigen. Das ist die CPU aus dem iPhone XS und XS Max. Es ist nicht der Prozessor aus dem iPad Pro, denn das ist der A12X, der ist noch ein bisschen leistungsfähiger. Sprich, da grenzt man sich noch mal ein bisschen ab, aber Wetten im Alltag fällt es nicht auf. Dementsprechend hier der A12 drin. Das Ganze ist kompatibel zum Apple Pen. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, aber es gibt auch eine schlechte Nachricht, nicht zum Apple Pen 2. Hier kann man also nur die erste Generation des Apple Pen verwenden. Das Schöne ist, den kriegt man für relativ, wenig Geld will ich jetzt nicht sagen, aber relativ günstig, also so 70 Euro ungefähr muss man kalkulieren, wenn man den gut gebraucht haben möchte, finde ich also einen okayen Preis. Nur wer den Apple Pen 1 kennt, der weiß, den kann man einfach nicht so toll verstauen wie den Apple Pen 2. Den packe ich nämlich bei den iPad Pros einfach auf den Rahmen und bin ihn los. Das geht hier nicht. So, was sieht man hier noch? Hier gibt es einmal diese Anschlüsse für das Smart Cover zum Beispiel, die sind mit dabei. Dann habe ich hier einmal den Anschluss für Kopfhörer, auch sehr schön eigentlich. Dann hier lauter leiser und ja, das war es eigentlich schon. Hier an, aus. Viel mehr gibt es da nicht zu sehen. Das ist also das neue iPad Air.
schöne Bildschirmgröße, finde ich. Also 10,5 Zoll ist so die perfekte Sofagröße irgendwie. Wer es kleiner haben möchte, der kann sich das neue iPad Mini anschauen. Das ist dieses hier. Die Bildschirmdiagonale hier beträgt 7,9 Zoll. Tut aber der Auflösung keinen Abbruch eigentlich, denn auch das Ding hier ist gestochen scharf, gar keine Frage. Auch hier schlägt der A12-Prozessor drin, also auch wieder der Prozessor vom iPhone XS. Allerdings wieder nicht der vom iPad Pro. Ich finde, dass hier ein bisschen viel Rahmen übrig ist. Wenn man das mal direkt nebeneinander hält, das hätte man, glaube ich, eleganter lösen können. Bei dem iPad Mini ist einfach unglaublich viel Platz hier und hier, gerade im oberen Bereich mit dieser kleinen Kamera, fällt es auf, dass das sicherlich ein bisschen kompakter gegangen wäre. Nichtsdestotrotz, hier gibt es noch eine 7-Megapixel-Kamera für Selfies, genauso wie bei dem R, und hinten eine 8-Megapixel-Kamera. Kann das mal anmachen hier, damit man zumindest ein bisschen was in Action sieht. Einrichten werde ich das jetzt nicht, weil das Labor muss die gleich in den Testparcours schicken und da bin ich dann nur im Weg, wenn ich jetzt hier irgendwie Daten eingebe. Auch kompatibel zum Apple Pen 1, also ja, die iPads sind jetzt eigentlich iPad Pro, iPad Air und iPad Mini sind jetzt kompatibel zu den Pens. Wer aber wirklich die volle Funktionalität haben will, die der Zweier kann, der ist immer noch auf das Pro angewiesen. Hier gibt es noch einen Touch-ID-Button, genau wie bei dem Air auch. Also für Fans eines physischen Knopfes kommen eigentlich nur die zwei in Fragen. Hör doch auf zu reden. Genau, und ansonsten, optisch hat sich jetzt hier auch nicht unendlich viel getan. Preislich sind die Einstiege relativ günstig, muss man dazu sagen. Das iPad Mini schlägt mit 450 Euro zu Buche. Das ist also dieses Gerät hier, 450 Euro für das neue iPad Mini. Finde ich okay. Der bessere Deal ist aber, wenn ihr mich fragt, das iPad Air, das ist das hier, das kostet 550. Also 100 Euro Unterschied zwischen den beiden hier. Da stellt sich für mich jetzt nicht unbedingt die Frage, welches ich kaufen würde, denn bei einem Tablet kommt es mir jetzt nicht auf einen kleinen Bildschirm an, ehrlich gesagt. Aber jeder wie er mag, es gibt jetzt wieder jede Menge Auswahl von Apple und bei Apple Tablets. Fast ein bisschen zu viel, wenn ihr mich fragt. Neukunden werden da mit Sicherheit ein bisschen erschlagen, was diese Auswahl angeht. Wollen sie ein Air, wollen sie ein Mini, wollen sie ein iPad oder wollen sie ein iPad Pro? Es ist einfach Apple untypisch viel. Nichtsdestotrotz, Auswahl ist ja eigentlich nichts Schlechtes und dementsprechend diese zwei iPads gehen jetzt bei uns in den Test und dann erfahrt ihr zeitnah, wie gut die wirklich sind. Der Vergleich zum Vorgänger, der wird wahrscheinlich arg hinken, denn wie gesagt, das hier 2015 ist also jetzt 4 Jahre alt, der Vorgänger, und das hier sogar 2014. Das ist also quasi im Grundschulalter, das alte iPad Air. Dementsprechend werden die neuen auf jeden Fall besser sein, aber wie gut, das müssen wir jetzt klären.